Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, letzte Runde hatten wir das Vergnügen, eine einstündige Runde zu machen. Und wir haben ein bisschen Geld angehäuft, das ist ziemlich gut. Wir haben Pella verloren, wir hatten einen Bürgerkrieg, alles auf einmal, ist immer gut. Genau, wir haben jetzt eine neue Jünger von Athene. Wir haben jetzt eine neue Familie und das ist echt lustig, Jünger von Athene. Und die sind nicht die sind nicht von Athen, ja. Also Augenzwinker und so. So, Vermächtnis wieder auf. Streiter des Olymp. Ja, nee, das. Ja, egal. Braucht man eigentlich nicht, weil die haben nicht wirklich was gerissen. Periökische Hopliten. Wir werden jetzt einfach mal hier einiges ausgeben, weil wir haben gerade Kohle bekommen. Und das geben wir jetzt komplett aus. 4 Fernkämpfer sollten reichen. Und der Rest ist Hopliten. So. Gut, die werden sich jetzt mal ausruhen. Die gehen jetzt mal. Also ja, können sie natürlich nicht, weil ich sie die letzte Runde schon vorgeschickt habe. So, Makedonien wird sich jetzt versuchen, von den Schlag in die Phrasen zu erholen. Wenn ich das automatisch mache, ist mein neuer Dude vollkommen tot. Warte, ich zeige euch mal. Okay, knappe Niederlage, keine Siegchancen. Ich zeige denen mal, wie hoch meine Siegchancen wirklich sind. Sein Vorteil ist, sind die Fernkämpfer. Mein Vorteil ist, es ist eine Stadt. Oh nein, und mein General kommt von hinten. Also wenn ich Pech habe, sieht er das und tötet zuerst meinen General. Das könnte nämlich wirklich auch passieren. Hopliten, Pikiniere. Okay, die gehen mal dahin. Eure Befehle? Hoplitenwand. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Das übrigens hat man mache ich einfach nur, wenn ich die Maustaste gedrückt halte und dann kann ich die so verschieben. Ja, Kommandant. Kommando her. Steinschleuderer. Okay. Das ist gerade ganz gut. Ich warte noch, bis die hier reingehen. Geh mal hier ein bisschen nach vorne. Ganz bisschen. Ganz bisschen drücken. Ich erwarte eure Befehle. Schnell vorrücken! Okay, der geht jetzt auch. Ich gehe mal kurz ein bisschen zurück. Unser General wird angegriffen. Okay.
Okay, jetzt geht er auch wieder zurück, das ist gut. Jetzt werde ich mal die da töten. So, die brauche ich nicht zum Angriff schicken, weil das die greifen das sowieso mit ab, dann automatisch an. Ja, bis mein General da ist, ja, ist hier schon alles gewonnen. Wir erwarten eure Befehle. Bürgerkavallerie. Okay. Die Kavallerie geht mal zur Seite und versucht mal hier rein zu chargen. Die anderen gehen hier hin. Was machst du da? Keine Ahnung, was du machst. Gut, die sind fast tot jetzt. Gehen mal jetzt ein bisschen zur Seite. So. Aber die königlichen Peltassen sollte ich trotzdem auch hinbekommen. So, das ist praktisch. Der zeigt mir seinen Rücken. Jetzt mal hier in seinen Rücken zu kommen. Aber ich glaube, ja doch, schaffe ich sogar. Also ich werde jetzt hier angreifen und nicht da, weil meine Pikiniere können den schaffen es, den General zu besiegen. Und das ist halt noch mal eine Fullstack-Hoplitenwand, also das ist ein bisschen viel. Ich mach mal kleine Rautenformationen. Und greif mal da an. Ah, mein General kommt. Ziemlich müde. Ist gut, ich glaube, der hat sogar mir den Rücken zugedreht. Der Kavallerie. Und er hat sich jetzt zu denen hingedreht. Das ist praktisch für mich. Weil dann charge ich ihn nämlich in den Rücken. Ja, jetzt ist er nämlich schon orange. So. Und nochmal raus und dann nochmal rein und dann sollte es also mindestens einmal und dann wankt er und dann ich glaube das war's jetzt, ja, super, gut, passt. Läuft. Sieg. Glorreicher Sieg, ja. Wie gesagt, Pikiniere halt, ne? Pikiniere. So. Jetzt kommt der nächste, oder was? Jetzt kommt sogar der nächste.
Jetzt ist die Frage: Fliehe ich mit dem? Ja, ich fliehe mit dem, weil das ist jetzt ein Grasland. Und auf dem Gras. Der hat dreimal Pekiniere. Nee, allein. Also wenn das Hopliten wäre, dann würde ich es mir überlegen, aber Pikiniere, die könnte ich halt mit der Kavallerie umreiten. Aber jetzt wir haben kaum noch Einheiten. Deswegen falle ich zurück. Und jetzt greift er nämlich hier meine Stadt an. Das war abzusehen. Ja, aber der schafft es trotzdem noch dazu. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass der noch dazu kommt. Das ist schlecht. Wieso kommt der auch noch dazu? Selbst wenn ich den umkreise. Ja, ich versuch's mal, aber selbst wenn ich den umkreise, also in den Rücken angreife, bezweifle ich, dass meine Front so stark ist und so lange aushält, bis der bis die Zange eben geschlossen ist. Warte, ich muss mal kurz schauen. Der hat keine Fernkämpfer, das könnte meine Chance sein. Ich werde mich jetzt nicht hier aufstellen, weil meine Pikiniere, die sind viel zu, also meine Hoffnung steht jetzt komplett. Steht jetzt komplett auf den Fernkämpfern. Und meine Hoffnung ist, also normalerweise ist es so, dass. Come on. Komm schon. Verdammt. Unsere Verstärkung ist eingebrochen. Los, schnell, 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 schnell. Schnell. So, meine Hoffnung ist, also er wird safe wieder. Seine Kavallerie vorschicken. Ich hoffe, er wird sie so weit vorschicken, dass er die einfach nur blindlings gegen meine gegen die aufwirft. Warte mal. Ich stell die mal breiter auf. Geschwindigkeit. So, es sieht gut aus. Vater! Auf sofort eine Phalanx! Okay, das ist gut. Jugendliche! Alles marschiert! Doppelte Geschwindigkeit! Ja. Ja. Charge gegen Pikeniere ist sinnlos. Es sei denn, es sind Kataphrakte. Und zwar die schweren Kataphrakte. Was machen die denn da? Die können es schaffen, so eine Speerphalanx aufzubrechen, aber mit großen Verlusten. Also, Phalanx nie von vorne angreifen. Und wenn, dann nur, um sie irgendwie abzulenken. Steinschleuderer!
Okay, so, sobald die Pekiniere in meinem Schussfeld sind. Diese Pekiniere sind sind stärker als die anderen. Deswegen fokussiere ich sie, wobei hier ist es jetzt egal. Weil die ineinander stehen. Okay, das ist jetzt auch wurscht. Weil der General greift jetzt meine Pikenphalanx an. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. Und hier kommt mal die Kavallerie. Und versucht ein bisschen in den Rücken zu chargen. Was machen die denn? Ich hab die doch rausgeschickt, oder nicht? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Come on, du wirst echt dringend gebraucht. Dringend. Schnell weg. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, das ist gut, dass er jetzt flieht. Oder, also, die fliehen nicht, ne? Mich gecharged. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Und viel Munition habe ich jetzt auch nicht mehr. Der hat halt noch eine Fullstack Pekinier-Einheit. Das ist schlecht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was gerade sehr schlecht war, war, dass mein General, obwohl er geflohen ist, trotzdem noch zur Verteidigung dazu kam. Das ist halt ziemlich krass. Und jetzt, jetzt muss ich ja versuchen, die irgendwie zu triggern. Ja, gut. Und zwar nicht alle. Ah, verdammt. Okay, er kommt. Und zwar will ich versuchen, mit denen dann so eine Klammer
Scheiße, er kommt mit allen. Er kommt mit allen. Steinschleuderer! Eure Befehle! Zu Befehl! Na dann. Wenigstens nehme ich noch seinen General mit. Ich erwarte eure Befehle. Geschosse warten auf Ziele. Steinschleuder. Ja, Geschosse, welche Geschosse? Ihr habt keine Geschosse. Zu euren Diensten. Doppelte Geschwindigkeit. Okay, ich warte, bis er in die Pikiniere kommt. Steinschleuderer! Wir erwarten eure Befehle! Steinschleuderer! Okay. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Steinschleuderer! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Der bewegt sich nicht so doof, wie ich gehofft hatte. Steinschleuderer! Geschosse warten auf Ziele! Eure Befehle? Verstanden! Zu euren Diensten! Ja! Steinschleuderer! Okay. Das ist gut, das ist super. Wenn man eine Phalanx aufbrechen kann, dann ist die meistens tot. Das ist schon mal super. Aber... Okay, das ist gut, das ist sehr gut. Ja, komm, mein General macht sie platt. Das ist super. Das ist gut, dass seine Hopliten jetzt rausgehen. Weil dann kann ich seine Pikiniere komplett auflösen. Das überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt. Gut. Aber ja, er hat keine richtige Phalanx gemacht. Das war... Deswegen hat er verloren und ich konnte gewinnen. Ah ja, jetzt sind noch die. Die sind nicht mehr ganz so motiviert. So, nochmal rein. So, super. Die Steinschleuderer sind halt hypermotiviert, nice. So, Blickenwand mache ich aus. Brauche ich jetzt nicht. Die sind auch verpackt hier. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So. Wow, cool. Ja. Also der General hat das für sich entschieden. Sehr gut. Die waren auch hilfreich, weil sie in den Rücken chargen konnten. Natürlich der General war gut. Mich hätte interessiert, wie viel der vernichtet hat, aber das kann man nicht sehen. Gut. Vorräte werden gesammelt.
lasse ich mal frei, weil dann bekomme ich Kohle. Und ja, wir, das ist so lustig, das war jetzt eine Folge, die einfach nur, also wir sind jetzt schon wieder bei 25 Minuten und ich habe noch nicht mal die neue Runde angefangen. Alter, gut, also. Dementsprechend danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Okay, der ist Level Up, deswegen. Das heißt, er muss einiges geschafft haben. Verstärkungsrate ist gerade nicht so. Also, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.